Hallo und herzlich willkommen zu Horizon Frozen Wilds. Habe ich in der letzten Folge Zero Dawn gesagt? Ich weiß es nicht. Ist nur halt, der Impuls ist immer da, ne? Vielen Dank, dass ihr alle heute hier seid. Ich schätze, es ist nicht alltäglich, in einem aktiven Vulkan Cocktails zu trinken, oder? Bis auf George. Und ich kann es ihm wirklich nicht verübeln, dass er trinkt auf der Arbeit. Nichts von dem hätte funktioniert ohne unseren hochgeschätzten Direktor, Kenny Chan. Also, auf dich, Kenny. Nur dank dir schläft die Yellowstone Caldera. Du verdienst deine Margarita. Moment noch bitte, Leute. Ich will etwas hinzufügen. Denn das alles wäre nicht möglich gewesen ohne unseren Lead-Programmer. Danke, Anita. Dafür, dass du uns unser Genie geliefert hast. Cyan. Cyan. Ich stimme zu, Direktor Chao. Okay, Cyan. Was ist die neueste Zahl? Der aktuelle Stand ist 1654. Wow, darauf trinken wir zusammen. Auf 1654 weitere Jahre ohne eine Eruption. Das war die Stimme. Den alten. Ich konnte aber nicht alles verstehen. Du hattest recht, Aurea. Dieser Ort sollte Schreckliches aufhalten. Und das tat er. Und die Stimme. Ich glaube, langsam weiß ich, was sie sein könnte. Die Tür ist jetzt offen. Wir können durch. Ja. Wir sollten weiter zum Kern. Die Geothermalanlage können wir abschalten, das Kühlsystem verbergen, riesige Probleme lösen. Warum also macht mich der nächste Teil so nervös? Ich muss nur Anitas geheimnisvolle Software installieren und ein Gespräch führen. Es ist doch nicht mal ein Mensch, stimmt's? Ey, ich muss mal was ausprobieren. Der Tür trennt uns ein gewaltiger Haufen Maschinen. Das sind mehr als der Wert. Aber da ist nichts gelb, ne? Ich darüber komme, ist eher unwahrscheinlich, oder? Ist denn da irgendwas? Da ist was, oder? Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Ja. Selbstmörderische Eloy. Okay. Weiß ich nicht. Stärke, Schwäche. Na, wisst ihr was? Ich bleib bei dem, was wir kennen. Seilwerfer. Oder lieber mal ein Stolperdraht. Komm. Wo rennt sie denn lang? Ja. Die Mächte des Dämons dürfen nicht siegen. Junge!
Junge! Alter, was bist du denn so aggressiv? Wo ist denn deine Kanone hin? Ist sie noch dran? Okay. Ey, wenn du mich ja in die Lava reinklopfst, ne? Hör doch mal auf! Alter! Der haut mich fast tot, ey. Alter, du bist mies. Alter, bist du ein Scheißer, wirklich. Hau jetzt ab. Vielleicht sollte ich dann doch mal hier, was ist das? Hier Eisdorn, ne? Der. Komm. Ich mag die nicht. Kann ich da eventuell auch mal hier ein bisschen was Rassler. Okay. Sturmschleuder, Eisdorn. Ziege! Ich hab keine Ziege. Ich werde jetzt hier auch keine Ziegen mehr finden, ne? Er mich fast tot, ey. Sieht aber krass hier aus, ne? Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Das. Die Tür. Komm, mach mal auf. Ich denke, das sind die alternativen Wege, die ich hätte gehen können. Hier wird blau geleuchtet, aber ist nichts. Scheiß Verwüster, du. Na, wie heißen die? Ich weiß nicht, Versänger? So viel zum Thema leichtes Gepäck. Jammern, jammern. Du kannst immer nur jammern. Haben wir denn jetzt hier alles? Ich denke schon. Dann rein in die Brutstätte. Geht los. Mehr Maschinen. Bereit machen. Eine Donnerkiefer.
Hopst du jetzt mal da runter? Alter, Junge! Monster! Oh, er macht ganz schön Aua. Braucht aber auch wieder ewig zum Aufladen. Lädt auf, lädt auf, lädt auf. Ja, warte kurz. Erstmal hier Munition machen, ne? Okay, okay, okay. Lohe geht nicht rein. Inventar, Rohstoffe. Was können wir denn hier? Guck mal, ja, da Kristallgeflecht können wir verwursten. Den Scheißmaschinenkern können wir auch verwursten. Dann geht die Lohe rein. Und was haben wir hier? 26. Modifikation. Da ist was grünet. Verwursten. So. Scheiß Verderbnis. Gut. Kriegst du ja auch noch so einen Donnerkiefer vorgesetzt. Was ist das? Ja, ja, ist ja gut. Da liegt denn hier. Zweite Expedition abgeschlossen. Trophäe erhalten. Es ist Jahre her. Seit ich hier stand. Seitdem hat der Dämon die Kontrolle. Wie eine Krankheit, die all die Maschinen befällt. Alles ist verändert. Verdorben. Der Pfad, der mich zur Stimme geführt hat, ist verschwunden. Finden wir einen anderen, Uriah. Versprochen. Also gut. Los geht's. Ja, beenden wir es.
Firebreak. Da hinten soll ich rüber. Tja. So gut, es geht runter. Ist das wieder cool, ne? Ist das wieder cool. Oh, wie geil. Flamme. Die da. Ja, weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. Ist so cool, ne? Ich mag die Brutstätten so hart. Hier gibt es sogar dann noch Lava Lava. Von hier aus kann ich sie wohl nicht schließen. Okay. Ich muss rübergehen. Worüber? Achso, hier sind noch Taxis. Da durchlaufen ist wahrscheinlich auch eine richtig blöde Idee. Was muss ich tun? Weil irgendwie kann ich die Taxis auch nur von da erreichen, aber da komme ich gar nicht hin, weil hier so ein Dingen ist. Ah, okay. Vielleicht kann mein Fokus mir weiterhelfen. Gewalt, Eloy. Gewalt hat uns weitergeholfen. Gute alte Gewalt. Okay.
Latscht hier irgendwas rum? Ich könnte mich mit meinem Fokus ansehen. Ja, und das bringt inwiefern was? Ach so. Okay. Okay, okay, okay. Das sollte mich hochbringen. Nee, nee. Darüber, genau. Na, Eloy, bitte. Arbeite mit. Ich muss wohl rüber, um die Brücke auszufahren. Okay, bringen wir sie rüber. Kommt rüber, es ist sicher, glaube ich. Alter! Dieser Ort sieht wie der Berg aus, bevor der Dämon ihn verdorben hat. Gute Exploit erfolgreich. Beschränkungen umgangen. An alle anwesenden Menschen. Mein System wurde von einem Malware-Dämon unbekannten Ursprungs kompromittiert. Trace-Routen haben diese Einheit als Hephaestus identifiziert. Er muss aufgehalten werden. Er hat die Anlage rekonfiguriert. Feindselige Übernahme bevorstehend. Ich habe dieser Nachricht zusätzliche Daten. Die Stimme spricht zu mir. Was hat Hephaestus noch für einen Auftrag eigentlich gehabt? Ein Teil von Gaia. Kennst du diesen Namen etwa? Ja, aber ich weiß nicht, was er hier macht. Vielleicht sagt uns die Stimme mehr, wenn es noch weitere Nachrichten gibt. Du hast recht. Gehen wir weiter. Krass.
Ich erwarte jetzt jedes Mal, wenn so eine Tür aufgeht, so eine blöde Frostklaue oder was auch immer. Wo denn? Ich werde einen Weg suchen. Versänger. Ist auch nochmal ein Versänger. Und er schleppt hier eine Frostklaue durch die Gegend? Ist doch scheiße. Drei Stück von denen. Ja, da ist Vorbereitung die halbe Miete, wa? Jo. Die haben alle Fragen. Jeder von denen hat Fragen. Viecher eskalieren. La. So, was war? Eisdorn war ganz gut, ne? Ich glaub schon. 414. Na gut. Nee. Hör doch mal auf, wirklich. Ohne Witz, immer das Schubsen, ne? Komm mir nicht klar. Hau ab jetzt! Was ist denn mit meinem Rassler? Gut. Wo ist der Rassler? Da ist der Rassler.
Alter, du bist nur... Hör doch mal jetzt auf, ey. Nee, ohne Witz, Christian, dauernd. Pissig. Fixer, du. Fixnase. Yo. Ich hätte für die neuen Waffen, hätte ich das Tutorial, glaube ich, machen sollen. Ey, diese Versänger, ne? Oder wie die Viecher, ja, ey, die sind so scheiße, ne? Kommt's gar nicht dazu, ordentlich zu zielen. Kann froh sein, dass ich die beiden hier bei habe. Kannst du noch? Oh, ein bisschen Pilz geht noch. Alles klar. Warte mal hier. Nee, also hier die Versänger, die. Die gehen einem auf den Keks. Bleib ich beim Rassler. Und Aratak rüberbringen. Ja. Wie stellen wir das an? Ja, toll. Da sind aber zwei Frostklauen. Frostklaue. Ja. Schon tot? Könnt ihr mal sehen, ne? Die waren hier bei der Jägerprüfung. Die fallen jetzt
relativ gut um. Ich meine, die Versenger, die waren auch da. Aber die habe ich mit Baumstämme verhauen. Da gibt es Ausrüstung. Jenseits gibt es Ausrüstung. ...57er Handhabung. ...59er... ...39er. Nimm mal mit. So eine Hä? Kommt halt erst später dran. Ihr wollt rüber, ne? Komme ich gar nicht dran, ne? Wird das wahrscheinlich erst später auf unserem Weg dann folgen. Gut. Dann mach mal Tür auf, Kalle. Wenn ich wieder in der Nähe stehe, dann schießt du mir wieder. Obwohl, guck mal, jetzt komme ich hier dran. Und jetzt. Ja, ihr seid aber mal krass, ne? Ehrlich nicht? Na gut. Ist zu hoch für die liebe Eloy. Gutachtenformular zur Klassifizierung von maschineller künstlicher Intelligenz. Streng vertraulich und Eigentum von MIE. Kein Teil dieses Dokuments darf an Dritte weitergegeben werden. Betreff Cyan Firebreak Anlage. Gutachtendatum 7. Juni 2062. Zusammenfassung. Dritter Test. Empfindungsvermögen des Testobjekts beträgt 0,54 innerhalb legaler Parameter. Vor den Ergebnissen der anderen Tests betrachtet, ist die frühere Punktzahl von 0,61 als Ausreißer anzusehen. Das Gutachten wurde aus dem Perzentil Punktzahlen der folgenden qualitativen Subtests abgeleitet. Reaktion auf Schmerz, Reaktion auf Humor, emotionale Anlagen, ästhetische Bewertung, moralische Bewertung. Die angefügten Formulare enthalten eine detaillierte Analyse und Zusammenfassung der Testkriterien. Empfehlung des Gutachters: halbjährlichen Begutachtungstermin beibehalten. Angesichts der Annäherung des Testobjekts an die maximale Empfindsamkeit der Kategorie wird eine fortlaufende Überwachung dringend angeraten. Irgendwie ist das... Warum? Da hinten kamen wir rein, ne? Also da. Hier ist eine Brücke. Ich muss da nochmal gucken. Ich habe keinen Bock, irgendwas zu verpassen. Da oben kamen wir, glaube ich, rein, ne? Ja, ja.
So. Und hier ist auch eine Brücke. Und hier kann ich dann auch hoch. Oder auch nicht. So. Was nutzt es mir? Nutzt es mir überhaupt irgendwas? Oder ist es nur eine alternative Route, die ich hätte gehen können, wenn ich schlau gewesen wäre? Hätte das nicht so erbärmlich ausgesehen, wenn ich da von den Versengern verhauen worden wäre? Da hoch will sie auf keinen Fall. Ja, ist nicht. Na, so. Und dann hätte ich hier einfach rüberklettern können, ne? Ja, ich denke, es ist einfach nur eine alternative Route gewesen. Gut. Dann weiter im Text. Es sieht so verdammt cool hier aus, ne? Bunkertür. Okay. Hier ist nix. Ich soll da wohl runter, ne? Hier ist gar nichts mehr, ne? Ne. Alles klar. Erkunde die Brutstätte. Aktiviere die Konsole. Naja. Und noch eine Konsole. Gut. Aber ihr wisst Bescheid. Ich habe ein Fable für Cliffhanger. Und ich bin Arsch. Von daher bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in der nächsten Folge geht es dann hier weiter. Ich wünsche euch was. Bye, bye.